Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahme von Far Cry 2. Leider ist mir die Audiospur irgendwie zerbröselt und deswegen muss ich das Ganze auch mal ein bisschen nachsynchronisieren, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Schauen wir doch mal, was wir als nächstes machen müssen. Die Untergrundzelle, südlich der Barackenstadt Mokumba zerlegen. Da werden wir auch gleich mal hin. Zum Glück ist das ja nicht so weit weg. Ja, weil ich das Ganze auch nachsynchronisieren muss, ist das heute auch mal ohne Facecam. Ja, wie schon angekündigt, versuche ich halt die ganze Fahrerei mal so ein bisschen zu umgehen. Oder so ein bisschen, nicht zu umgehen, sondern so ein bisschen rauszuschnibbeln für euch. Wir gucken mal, was wir tun können. Ja, so zwischendurch treffen wir natürlich auch immer wieder auf Gegner, die wir mal eben die Köpfe entleeren können. Ich suche ja. So, na, wo ist er? Hallo? Wunderbar. Ein One Fry. Können wir das ganze Ding hier auch mal einnehmen? Hoffe ich, denke ich. Schauen wir mal. Es dürften eigentlich nicht nur zwei Leute gewesen sein. Normalerweise, da ist er. Normalerweise sind es ja ein paar mehr. Ja, das war relativ effektiv. Aber waren es jetzt wirklich nur drei? Schauen wir mal. Sieht so aus, ne? Jetzt müssen wir hier wieder das Depot entdecken. Schauen wir mal. Nicht, dass ich das hier wieder zerlegt habe. Ich weiß es nicht. Oh, da hören wir schon wieder den nächsten. Da hinten. Aber der haut ab. Wunderbar. Da war's. Umdrehen, Freundchen. Na, da ist es. Siehst du, Wachposten ausgespielt. Super. Mal wieder einsteigen und weiterfahren. Und da sind wir schon fast da. Unterwegs treffen wir natürlich wieder auf uns nicht gerade gut gesinnten Kameraden hier. Das heißt, wir müssen bestimmt gleich wieder aussteigen. Und natürlich mitten rein hier. Komm. Na, dann werden wir gleich mal eine Spritze reindrücken müssen, denke ich mal. Ein paar Granaten rein. Jawohl, ja. Mal 200-300 Schuss reinschmeißen und dann ist gut, ne? Noch eine Granate? Jawohl, ja. Alter, die zerlegen ja alle Leute ohne Probleme. Wo kommt er denn hin? Und zwei Leute gleich auf einmal. Komm, Spritze. Nicht? Keine Spritze? Hallo? Ah, guck mal da. Ab ins Feuer, Leute, legt euch hin. Jetzt zum Glück brennt das hier nicht so lange. Na, wo ist er denn? Hinter uns. Hallo? Wo ist er denn? Sie haben soeben ein Versteck des Untergrunds freigeschaltet. Na wunderbar. Da wollten wir hin, das wollten wir haben. Und wollen wir mal gleich rein hier. Hallo. Jo. Ich will Sie nicht aufhalten. Sie haben also die Reisedokumente. Ja. Die Familie hinten gibt Ihnen dafür gerne Medikamente. Sie ist im Hinterzimmer. Alle best. Ich kenne Sie. Ja. Ich habe Medikamente für Sie. Aber zuerst brauche ich die Pässe für meine Familie. Ich hoffe, Sie verstehen das. Na klar. Sie haben meine Familie. Hier hast du. Jetzt her damit. Super. Und dann wollen wir doch gleich mal speichern. Hallo? So. So, Dille, da wären wir schon wieder und raus hier. Jetzt mal ein bisschen eher so in der Nacht. Wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Wollen wir gleich mal gucken. Wenn wir überlegen, nach Norden
Ja, jetzt am schlechtesten, glaube ich, wenn wir wieder zurück zur Bushaltestelle fahren. Denke ich mal. Aber erstmal alles aufsammeln. Natürlich. Müssen wir wieder alles vollpumpen. Bis oben hin. Na. Hallo. Nein, hier ist keiner mehr. Ich würde jetzt da diesen. Da. Hallo? Da lang. Genau. So. Einsteigen und zurück. Und ich kann fast wetten, dass wir unterwegs wieder irgendwelche Leute treffen. Schauen wir doch mal. Na, hallo Freunde. Fahren wir einfach dran vorbei. Oder versuchen wir es einfach mal dran vorbeizufahren. Na, es war ja knapp. Aber war doch nicht so geschafft. So, schauen wir mal, ob wir hier durchkommen. Ich bezweifle es etwas. Oder? So, jetzt sind wir doch schon der Bushaltestelle ziemlich nah. Tatsächlich. Wir haben es geschafft, ohne irgendwen hier umbringen zu müssen. Na, allerbest. Wo fahren wir? Nordost müssten wir jetzt eigentlich. Und da wollen wir jetzt auch mal hin, denke ich. Jawohl. Und da sind wir schon wieder. Schauen wir mal, ob wir hier richtig sind. Naja, nicht ganz. Nicht ganz. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Schauen wir mal, ob wir den ganzen Weg mal runterfahren können. Das wollte ich eigentlich euch ersparen. Ich denke mal, wir fahren außen rum. Wenn es irgendwas Besonderes gibt, werde ich das natürlich gleich wieder mit reinnehmen. Ansonsten werde ich das jetzt erst auch wieder rausschnippeln. So, ho, unterwegs haben wir jetzt mal schon eine Mini-Basis entdeckt. Und die werde ich jetzt natürlich auch gleich mal einnehmen. Hier erstmal so ein bisschen Hocke geben, ein bisschen aussperren, gucken, wer da so rumläuft. Ich denke, das waren hier nur zwei Leute. Das werden wir gleich sehen. Hallo? Na? Das sieht aber ziemlich verlassen aus. Guck mal, irgendwie am 8. Guck mal, da ist einer. Oh, zwei Leute wirklich, nur zwei Leute. Guck mal, der eine läuft jetzt bestimmt hin. Den können wir gleich auch noch. Ja, na, komm. Und tschüssen. Das war's. Und der Schlupf freigeschaltet. Wunderbest. Wunderbest. Speichern brauchen wir eigentlich nicht hier. Hallo. Ja, wir haben alles voll. Ne, nicht ganz. Aber jetzt. Dann nehmen wir doch dieses Gefährt hier. Wollen wir gleich mal einsteigen und Water fahren und gucken. Wir sind ja gleich da. Wenn wir jetzt nochmal auf die Karte gucken würden. Genau. Da, so weit weg ist es jetzt nicht mehr. Aber ob wir jetzt. Na. Das ist das Problem, weil man gleichzeitig fahren und auf der Karte gucken muss. Macht das einfach nicht nach. Das ist nicht gut. Ja, jetzt ist es nun mal. Ja, müssen wir mal drüber nachdenken. Vor jetzt. Ja, genau, Treibhäusern und. Ob wir da jetzt direkt durch, aber uns bleibt, glaube ich, nicht viel übrig. Glaube ich, denke ich. Und da sind schon die nächsten Leute. Mal gucken, ob wir die hier mit dieser schönen Knarre hier ein. Ach, guck mal. Oh, geile Knarre. Geiles Ding. Geiles Ding. Ich glaube, das Auto behalte ich. Kann man die Waffe hier abmontieren und einfach mal mitnehmen? Das ist ein geiles Ding. Ach, nicht aussteigen, einsteigen, losfahren. Oh, da kommen gleich die nächsten Leute. Die werden wir jetzt auch mal unter Beschuss nehmen. Jetzt räuchert wieder das Auto, dann müssen wir eine Runde rumdrehen, weil ich will das unbedingt behalten. Das ist eine geile Waffe. Dreh, dreh, dreh und schon sind wir fertig. Ja, das Ding da hinten fliegt in der Luft. Bevor das hier in der Luft fliegt, fahren wir gleich mal vorbei. Und weiter. Und jetzt müssten wir eigentlich, genau, an so etwas wie einem Kommandostand, wie auch immer, vorbeikommen. Hallo?
nicht da. Da sind sie. Diese Leute. Müssen wir mal zerlegen. Gucken, ob wir da hinten irgendwas in der Luft sprengen können. Nee. Aber wäre cool. Eine geile Sache. Doch, jetzt. Fliegt das Ding in der Luft. So. Wunderbar. Warum mal das Ding mal ein bisschen abkühlen? Na, was war das denn? Wollen wir das Ding mal ein bisschen abkühlen? Die Leute da hinten. Sehr schön. Ich hatte gar nicht diese Regenanimation schon gar nicht mehr im Kopf. Guck mal, so alt wie das Spiel ist, kommt die einen jetzt schon relativ billig vor. Aber damals war es echt Highlight. Damals war es echt sehr geil. So. Sind sie jetzt alle fertig? Freunde. Können wir jetzt. Sieht so aus. Dann wollen wir mal. Wir müssen ja direkt rein, also sollten wir mal schauen, ob hier noch irgendwelche Leute sind. Nee. Nehmen wir mal die Karre hier mit. Ja, ich weiß, hier ist ein Diamant, aber das ist mir ziemlich egal. Für die Aufträge gibt es bei weitem mehr Diamanten. Wir müssen hier rechts rum. Genau. So. Und hier rein, glaube ich, war es. Genau. Super. Wollen wir mal. Hallo. Wo seid ihr denn? Da oben. Da oben ist einer. Den werden wir gleich mal wegknallen. Ja. So. Jetzt kommen sie sicherlich alle rangerannt. So, mit Sneaken war es jetzt. Da müssen wir uns jetzt bewegen. Da kommen jetzt sicherlich alle hier irgendwie angerannt. Und vielleicht schaffen wir es ja, die ganze Geschichte zu umgehen. Hallo. Vielleicht dürfen wir einen rumrennen sehen. Schauen wir mal. Der macht sich schon in der Hosen, der Typ. Sehr schön. Kackte, da ist er. Da ist er. Da rennt er lang. Genau. Eine Granate zur Abwechslung. Und Ablenkung. Ja, erstmal auf der Karte gucken. Ganz gemütlich hier. Jawohl, ja. Du, renn. Du kannst schon rennen. Mann. So, was sollten wir hier eigentlich machen? Das war irgendwas finden sollten wir hier, ne? Sollen wir uns nochmal in Sicherheit begeben. Und gucken, dass wir hier ein bisschen Blätter stehlen. Sack mit Blätter stehlen. Na gut. Na, wo ist es denn? Wo ist es denn? Jetzt suchen wir hier sicherlich Ewigkeiten, Maria. Hallo? Wollen wir mal alles reinpfeffern, was wir hier so haben? So. Sack mit Pfeffern. Ja, jetzt sind wir hier eigentlich schon in der richtigen Gegend. Suchen uns aber einen Wolf. Sack mit Blättern, ja. Sack mit Blättern. Hier nicht und da auch nicht. Und ist ja egal, ob sie nur rumschießen, treffen ja sowieso nicht. Sie sind eigentlich Säcke mit Blätter. Ist es aber nicht. Nehmen wir noch eine Flasche mit. Ja, Wasser können wir hier noch haben. Da schmeißen wir nochmal eine Granate rein. So, diese Scheiben, die sind wohl ja kugelsicher. Da ist noch der nächste. Ja. Ja. Die Flasche zerbröselt da einfach gegen dieses Glas. Boah, Alter. Schnell mal hier weg. Mal die ganzen Leute hier mal wegknallen. So, das bringt's ja, ne? Das bringt's ja. Super Animation. Auch mit dem Molotov-Cocktail, wie man hier sehen kann. Super Aktion. Ey, wir sollten hier, genau, Spritze rein, nicht dass wir hier verrecken. Hier sind wieder ein paar
Säcke. Die sind's auch am Netz. Ne, natürlich gibt's da nicht. Schau der Geile. So. Ja, 300 Schuss in den Körper hineingepumpt, aber nicht passiert. Ja. So, und das mit dem Molotov-Cocktail, das ist kein Arsch. Oh, da hat einer eine richtig dicke Bummel. Ist der. Das mit dem Molotov-Cocktail, das ist echt schon tot. So, jetzt trifft wenigstens mal. Oh, jetzt. 50 Schuss. Und der steht schon so rum. Natürlich. Ach so, da war dieser Baumstand im Weg. Da konnten wir nicht weiter nach unten gehen. Da ist er. Gut, jeez. Ach, keine Muni. Gut, dann müssen wir abhauen und uns irgendwo mal eine Spritze reindrücken. Und die dicke Wumme benutzen. Ja, genauso. Flipp. Da ein bisschen was in der Luft sprengt. Der lebt noch immer, jetzt nicht mehr. So, Hodele. Uns fehlt die Munition. Und wir haben diese Scheißblätter noch immer nicht gefunden. Aber hier. Natürlich, dicke, fette Granate reingehauen. Und der lebt immer noch. Wir nicht mehr. Deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich von irgendeinem Kameraden hier rausgezogen. Warum nicht? Der zieht uns jetzt hier mal raus. Der Alte lebt ja wirklich noch. Ich dachte, er wäre jetzt tot gewesen. So. Eine Spritze reindrücken. Ein bisschen heilen. Ne? Ich pass auf. Flicken Sie sich zusammen. Ja, mach ich. Kugel aus dem Bein ziehen. Oh, sehr abartig. Sehr schön. Ja. Und er ist gleich weg, der Alte. Der Alte ist gleich weg. So, die Richtung. Wie sieht's aus mit Muni? Geht's gut. Gut, 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 gut. Neue Muni hier kriegt von dem Alten. Und dann wollen wir noch mal gucken, ob wir das jetzt finden. Den. Wollen wir, kriegen wir den gesneakt? Nee, nee, kriegen wir nicht. Heiligen Kleiste. Da hinten sind sie. Und dann gucken wir mal, ob wir sie jetzt irgendwie finden, die Blätter. Da ist noch einer. Na, läuft der einfach vorbei. Aha. So. Wo sind sie, die Blätter? Ja. Na. Na. Wieder vorbei hier ran? Nein. So, hier drin sind sie ja nicht, das sind sie nicht, also müssen wir nochmal woanders gucken. So, Dille. Irgendwo die Blätter. Da, doch, da hat das geblinkt. Da sind noch ein paar Leute. Machen wir mal Abwechslung. Eine Granate haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Den zerlegen wir das ganze Gesicht. Ich höre ein Auto. So. Aber soll uns ja jetzt erstmal nicht stören. Hier schon wieder ein paar. Oh, Entschuldigung. Gucken wir nochmal, wo wir sind. Ach ja. Mit Blättern. So. Ja. Jetzt suchen wir hier schon eine halbe Stunde. Und wir haben auch immer nicht den Sack gefunden mit Blättern. Sack mit Blätter, wo seid ihr? Munition, okay. Das können wir auch mal gebrauchen. Und da blinkt's. Ach, guck mal, da ist es. Na. Blindwese. So. Vielen Dank für die Blumen. Und dann, was war das? Ne, ich will jetzt die nicht. Die eigentlich auch nicht. Ah, nehmen wir die. Gut, das war dann erstmal.
3 Stunden Blätter gesucht. Naja, gut, okay, zu Varian Clyde werden wir auch nochmal hin. Ganz schnell, oder wir mal. Mal gucken, was der Varian von uns will. Ach, ich bin, sorry, ich bin gerade ein bisschen müde. Letzte Nacht war ein bisschen kurz. Und wie ihr ja an dem Erscheinungsdatum sehen könnt von dem Video, ja, bin ich in letzter Zeit nicht so oft dazu gekommen, hier irgendwas für euch auf YouTube zu veröffentlichen. Ich habe halt nicht immer so viel Zeit. Aber Real Life, sagt man immer so schön, geht halt vor. Aber wer meinen Kanal auf Twitter verfolgt, der weiß, dass ich euch nicht vergessen habe und natürlich immer wieder das eine oder andere Video auf YouTube hochlade. So, wird doch mal fertig. Wir suchen jetzt ein Auto, mit dem wir zu Mike's Bar kommen. Ja, eigentlich hatte ich nicht vor, den ganzen Weg zu fahren. Zu laufen meine ich. Ich würde lieber fahren als laufen. Und ich habe schon so oft gesagt, denke ich, in Far Cry 2 sind die Laufwege so scheiße. Und man fährt da ewig lange. So, jetzt dürfen wir hier gleich... Ja, genau. Wir probieren mal die Knarre aus. Jawohl, ja. Na, komm. Funktioniert? Man muss nur treffen. Andere Seite natürlich auch. Na, wenn wir mal die Granate reinschmeißen und alle in der Luft fliegen lassen, so haben wir genug Zeit, um diese Ladesequenz durchzuziehen. Na. Allerbest. So. Sind hier noch irgendwelche Leute übrig? Schauen wir doch. Da? Ne? Schauen wir mal. So, Granate aufgenommen. So, alle besten, ne? Die Leute fliegen in der Luft und wir schmeißen ja Granaten auf die Leute, die ja selber Granaten haben. Und die Granaten, die werden komischerweise nicht erwischt von den Splittern. Die bleiben heile und die können wir dann gleich aufheben und mitnehmen. So, ein, zwei Leute waren hier noch, genau. Ja, ja, Granate, komm. Jawohl, jetzt haben wir aber uns das letzte Auto zersprengt. Das war nicht so schlau, aber dafür haben wir alle Leute zerlegt. So, 3 Spritzen haben wir noch. Wenn wir hier aber in Mike's Bar sind, werden wir wieder alles auffrischen können. So, gucken wir mal auf Karte. Genau, das ist die richtige Richtung. In der Hoffnung, dass wir unterwegs nochmal noch ein Auto finden. So, denn die übernächste Folge, die dürfte dann wieder mit Facecam sein. Erstmal muss ich die beiden Folgen hier rendern. Ich habe jetzt ja vor aufgenommen. Irgendwann immer festgestellt, dass die Audiospur für ein Po ist. So einen dicken Hals bekommen und dann keine Zeit gehabt, lange Zeit, das Ganze nachzuvertonen. Aber nun ist es da. Nun sind wir da. Nun ziehen wir durch, ne? So, Dele. Da ist schon wieder so eine Antenne. Da könnten wir, glaube ich, so einen Auftrag kriegen. Ich weiß jetzt nicht, einen hatten wir, glaube ich, ganz zum Anfang schon gemacht. Einen so einen Auftrag. Oder relativ zum Anfang. Nehmen wir jetzt den Auftrag mit oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Schauen wir mal. Na? Juti, der Vergangenheits-Draco, der hat sich dafür entschieden, mal hier einfach durch die Walachei zu stiefeln. Die Ausdauer von diesem Typen ist auch echt für den Arsch. Läuft da mal 30 Meter und ist völlig fertig mit der Welt. Und nochmal 5 Meter und ist schon wieder völlig fertig. Aber gut, okay. Dieser Mann leidet ja unter Malaria. Da weiß ich jetzt nicht so genau, wie man sich da fühlt, aber es dürfte nicht das Beste sein. So, jetzt haben wir hier nochmal so einen Unterschlupf gefunden. Und den müssen wir nur noch freischalten.
Das heißt, wir müssen wieder 2-3 Leute umbringen. So ist es nun mal in dem Spiel. Machen wir nicht gerne, aber da gehört man dazu. Leute, den Schädel aushöhlen, den Messestrich durchs Gesicht ziehen. Ja, gleich mal in den Schädel rein. So. Der hat jetzt auch genug und einer ist noch übrig. Weil, warum? Das Spiel sagt uns nicht, dass er freigeschaltet ist. So, der müsste jetzt hier irgendwo in dem Abhang hier unten irgendwo runter. Da müsste er da rumlungern hier irgendwo. Munition haben wir voll. Da haben wir nicht. Hallo? Da aus der Richtung? Da ist er. Damit verrät er sich natürlich. Mit seinem Mündungsfeuer. Na nun stirb. Na nix, Sanitäter. Komm. Und der Unterschlupf freigeschaltet. Wunderbar. So, tot ist er. Diamanten sind nicht alle, wa? Wärst du doch wohl woanders geblieben. So, man sich muss schon sagen, dass die Atmosphäre hier im Wald ist trotz des Alters des Spiels, finde ich, immer noch sehr geil. Man sieht die Leute sehr schlecht, was in Wirklichkeit, in der Realität, sagen wir mal so, auch wirklich so ist. So, haben wir jetzt hier nochmal eine Runde gespeichert. Schauen wir mal, das können wir natürlich nicht aufmachen. Müssen wir noch freischalten. Das mal. Ja, komm, weiter. So, speichern. Sieht man sich wieder. Na, wen haben wir denn da? Soll ich in der Nähe bleiben, falls Sie Hilfe brauchen? Ja, na, aber. Wäre schon gut, ne? In Ordnung. Hey, harter Mann, man sagt, Sie und Gillen hätten ein ganzes Milizplatoon ausgelöscht. Jo. Nicht schlecht. Cool, wa? Der Alte. Der Alte. Erst schießen, dann fragen. Jo. Na, hier in der Gegend ist das schon eine gute Möglichkeit, sich durchzukämpfen. So, jetzt müssen wir mal raus hier. Komm, beweg dich. Der Alte labert nicht mehr. So. Wir wollten zu Mike's Bar, Freunde. Guck mal, ach, hier haben wir ein Haubischen. So ein Geländewagen, so Muni haben wir voll. Hier liegen die Leichen auch rum und stinken vor sich hin. So. Denn Bewegung. Bewegung. Guck hin da. Nach links würde ich jetzt fahren oder rechts. Komm, rechts durch die Walachei ist auch immer eine geile Scheiße. Ne? Na los, komm. Durch die grüne Hölle hier. So. Na, findest du den Weg? Ja, natürlich. Ah, sehr gut. Sehr schön. Mal geradeaus. Hauptsache, wir nehmen nicht alle Bäume mit. Genau. So, geradeaus. Ach, da. Siehst du, sind wir schon fast da. So, ich werde mal den Rest hier wegschnippeln. Das dauert mir zu lange. So, wir wurden jetzt hier schon wieder aufgehalten. Da geht mir manchmal ein schon sagt, eigentlich bin ich hier nur rein, um mir dieses Auto hier genau zu holen. Aber das lassen sich diese Leute natürlich nicht so gefallen. Also musste ich hier nochmal eine Runde Spaß fabrizieren. Auto davon hatten wir ja schon genug. Naja, was heißt genug? Man kann nie genug Spaß haben, aber das ist immer so langwierig. Ja. Wir sind ja gleich da, Mike's Bar. Dann schauen wir mal, was wir haben und dann durften wir eigentlich erstmal die erste Folge hier in dieser Aufnahmesession beenden. Aber wir gucken natürlich gleich nochmal, was der Freund zu sagen hat. So. Hallo? Hallo? Ah. Nu, leg los. Tachchen. Ja, nu, Quatsch. Ja. Erzähl. Hey, also, bist du high oder was? Jo, Mann. Ja, ich wusste, das gefällt dir. Ja, weiter?
Das wird ein Spaß. Mission abgeschlossen. Ja. Toll, wir haben Beziehungen zum Dingens hier, Wellenkleid verbessert und das war auch noch was. Ruf gesteigert, na toll. Na gut. Lange nicht gesehen. Ja, hi. Briefing-Mission. Gut, das war dann für diese Folge und wir sehen uns dann demnächst. Mal schauen, was auf uns zukommt. Ciao.